Alle können die Gefühle der anderen nicht lesen, weil alle Masken aufhaben. Und er findet das geil. Das Autismus-Spektrum wird jetzt auch nicht so oft in Filmen thematisiert. Wie fandet ihr die Umsetzung in dieser Serie? Ich muss gesehen, es hat einen Moment gegeben, den ich sehr lustig fand für diesen zwei Folgen, die während der Pandemie spielen. Ja. Wo er sie plötzlich total abhaut, weil niemand weiß, was zu tun ist. Und alle können die Gefühle der anderen nicht lesen, weil alle Masken aufhaben. Und er findet das geil. Und die anderen sagen, du hörst jetzt sofort auf, das ist jetzt ungeil zu finden, weil wir haben eine Pandemie. Und es ist nicht lustig. Ja, ich habe das im Vorfeld auch recherchiert von dieser Sendung, weil ich mich gefragt habe, wie authentisch die Darstellung ist. Und es gibt ein paar so Reaction-Videos, wo Leute mit Autismus die Serie schauen und drüber sprechen und irgendwie autismusbetroffenen Gruppen und so drüber reden. Und da war die Meinung eigentlich relativ positiv. Also es ist natürlich diskutiert, wenn wir eigentlich ja jedes Mal in diesen Fällen, dass halt auch Leute, die vielleicht wirklich Autismus haben, die Rolle spielen hätten können und dass die natürlich benachteiligt werden, so wie überall im Arbeitsumfeld, also im Arbeitsmarkt einfach. Und dass aber viele Sachen irgendwie sehr, sehr realistisch dargestellt sind und halt ein positives Bild zeichnen. Und ganz spannend gefunden, dass jemand geschrieben hat von den Betroffenen, dass es halt in dem Stadium ist, wo die Figur quasi Role Model sein muss. Also die Figur ist eigentlich nur zu perfekt. Es ist nur nicht wirklich ein Mensch mit menschlichen Fehlern und so, sondern es ist nur relativ konzentriert darauf, okay, der hat Autismus und der ist aber sehr gut und wir finden ihn alle sympathisch und super. Und das weiß ich nicht, ich habe nicht so weit geschaut wie du, ob dann später die Figur sozusagen sich noch weiter auffächert und noch weitere Facetten kriegt und so. Das hat jetzt schon danach geklungen für mich eigentlich. Das Spezielle an ihm ist, dass er einfach sagt, was er denkt, ja. Und dann ist das auch interessant mit der nächsten Serie, die wir da jetzt dann besprechen werden. Darf ich dann sprechen? Sprichst du von dem Lady Gaga Song Poker Face? Ja. Weil sie hat auch so eine, also sie hat auch so eine spezielle, so was Magisches quasi fast schon. Ne? Also sie hat was Magisches und er hat was. Es ist jetzt nicht magisch, aber das stimmt, ja. Dass er halt einfach sagt, was er denkt. Das würde ich mir auch gerne manchmal so eine Scheibe abschneiden.